Hallo meine Lieben, heute begrüße ich euch mit einem leckeren Ingwer-Tee an meinem Schreibtisch mit einigen Buchempfehlungen. Aber heute wird es nicht nur um Bücher gehen, sondern ich möchte euch eine Struktur aufzeigen, wie ihr bei der Bücherwahl in der Persönlichkeitsentwicklung so vorgeht, dass ihr einen wirklich sanften Einstieg schafft und motivierend und inspirierend dranbleibt. Denn nichts ist schwieriger, als den ersten Schritt zu tun, und dann dran zu bleiben. Und ich glaube persönlich, wenn man das falsche Buch zur falschen Zeit wählt, kann es einen sehr großen Einfluss darauf nehmen, dass man überhaupt den Weg dorthin nicht findet. Und deshalb seid gespannt, wie ihr euch das aufbauen könnt, damit Persönlichkeitsentwicklung für euch Spaß machen wird. Ich wünsche euch heute bei dem Video viel Spaß. Meine Reise auf dem Weg der Persönlichkeitsentwicklung begann vor ca. 10 Jahren mit dem Buch Der Alchemist von Paulo Coelho. Dieses Buch habe ich nicht mal hier. Ich habe zig Bücher von Paulo Coelho, weil er einer meiner Lieblingsschriftsteller ist. Aber dieses Buch hat mir damals die liebe Margot in die Hand gedrückt. Und Paulo Coelho ist ein lebendiger, ein fantasievoller, bildhafter Schriftsteller, der in diesem Buch, wo ein andalusischer Hirte sich auf den Weg nach Ägypten macht, um einen Schatz zu finden, weil er glaubt, dass er durch diesen Reichtum etwas werden kann, merkt natürlich auf diesem Weg, was der wahre Sinn des Lebens ist. Und das ist alles so fantasievoll beschrieben, das hat mich so unheimlich berührt und hat mir gezeigt, dass hinter der tollen Arbeit, dem tollen Auto, den tollen Urlauben, die wir haben, viel mehr steckt, dass der Sinn unseres Daseins ein völlig anderer ist. Und dieser Roman, der eigentlich gar nichts mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat, hat mir wirklich damals die Augen geöffnet. Und nach diesem ersten Buch spielte das Schicksal mir als nächstes Buch, das mir aufzeigte, welchen Sinn die eigene Entwicklung, die eigene Erforschung des eigenen Ichs an Wert hat. Wie viel Glück das einem bringen kann, sich mit sich selber zu beschäftigen, seine Wunden zu heilen. Und dort habe ich das Buch von Thomas Hohensee, Der innere Freund, in der Bücherhalle für 50 Cent gekauft. Ja, man kann auch die Bücherhallensiegel sehen. Und das Buch geht darum, um sich selbst lieben zu lernen. Und heutzutage würde man wahrscheinlich ein Buch lesen, dass das Kind in dir muss Heimat finden zum Beispiel. Das ist ein Bestseller, der auch um die Selbstliebe, um das Heilen des eigenen Kindes zu tun hat. Ja, weil wir in unserer Kindheit so viel mitbekommen und manches müssen wir erst auflösen, um zu merken, wie wir glücklich werden können. Und dieses Buch kann ich wirklich wärmstens empfehlen, weil es hat mir wirklich die Bedeutung aufgezeigt. Nach dem sanften Einstieg mit dem Buch von Paulo Coelho hat mir dieses Buch gezeigt, wie wichtig es ist, an sich zu arbeiten. Was es einem bringen kann, die Gefühle in sich aufzulösen, die einen vielleicht blockieren. Und wie man die Sichtweise auf die Welt anders setzen kann als nur ängstlich, einschüchternd durch die Welt zu gehen und sich Sorgen zu machen, dass mir nur eigentlich Schlechtes widerfahren kann. Und nun, nachdem ihr den Einstieg in die Persönlichkeitsentwicklung bekommen habt, mit zum Beispiel so einem Roman von Paulo Coelho, und dann herausgefunden habt, ja, die persönliche Entwicklung, meine geistige Entwicklung, bringt mich voran, gibt mir viel mehr Sinn für mein Leben, könnt ihr noch ein bisschen in der leichten Kost verbleiben? Zum Beispiel kann ich euch empfehlen John Strelitzky, Das Café am Rande der Welt. Ich habe jetzt den dritten Teil davon hier. Meinen ersten habe ich irgendwo verliehen. Ich glaube, Anke, es ist bei dir. Das Café am Rande der Welt ist wirklich auch sehr einfach geschrieben, sehr leichtfüßig geschrieben. Ein Mann fährt durch die Wüste und hält einem ein Café an und wird dort in einen Dialog
hineingerissen mit den Menschen, die in das Café gehört und auch den Menschen, die dort sind, in dem Café sind, und wird durch die Fragestellungen wirklich so zum Wahnsinn des Lebens geführt. Aber auch wirklich auf so einer leichten Art und Weise. Ihr fängt das Buch irgendwie nachmittags an und abends habt ihr das durch. Ich kann euch wirklich empfehlen, genauso wie Big Magic von Elizabeth Gilbert. Nimm dein Leben in die Hand und es wird dir gelingen. Eine amerikanische Schriftstellerin, das heißt, sie schreibt auch so, ja, wirklich positiv, aber auch ziemlich einfach die Ansätze der Persönlichkeitsentwicklung wirklich einfach beschrieben. Also wenn ihr solche Bücher in die Hand nimmt, dann verfestigt ihr in einer einfachen Form und Weise, dass eure Entwicklung in eurem Leben wichtig ist. Weil wenn ihr wirklich mit so Büchern anfängt, die ziemlich schwere Brocken sind, ja, wo du schon wirklich eigentlich etwas drauf haben musst, um damit was anfangen zu können, dann kann das sehr demotivierend wirken. Deswegen empfehle ich euch wirklich auch solche Bücher als leichte Kost. Und wenn ihr dann immer noch sagt, ja zu eurer persönlichen Entwicklung, dann würde ich euch ein paar Meisterwerke empfehlen. Nachdem du nun mit der leichten Kost dich so sehr motiviert hast, dass in dir etwas brennt, dich weiter persönlich und geistig zu entwickeln, egal auf welcher Ebene, kann ich dir wirklich jetzt die Meisterwerke, die mich wirklich in großen Schritten nach vorne gebracht haben, vorstellen. Zu einem ist das von Bodo Schäfer, Der Weg zur finanziellen Freiheit. Das hat meine wirklich, das Buch ist noch in D-Mark geschrieben, aber es hat meine finanzielle Geschichte auf ein neues Fundament gestellt. Und dafür möchte ich Herr Schäfer Ihnen wirklich von Herzen danken. Denn ich konnte nicht immer gut mit Geld umgehen, aber nach diesem Buch habe ich wirklich angefangen, mein Geld richtig anzulegen und damit was wirklich anzufangen, dass ich es vermehre. Und nicht, dass es immer weniger wird. Und das hat mich wirklich sehr weit gebracht. Und ein Meisterwerk, wirklich ein Meisterwerk, ist von Die richtige Flughöhe von Bernard Picard, ja, den Weltenumsegler im Heißluftballon. Und er beschreibt hier wirklich so treffend viele Sachen, die er selber Arzt und Psychiater. Und er beschreibt wirklich, also schon hochgegriffen, aber es sind wirklich solchen tollen Werkzeuge, die du bekommst, an die Hand bekommst, wie du eine Krise meisterst, wie du dich wirklich entwickeln kannst, wie er beschreibt das Leben als ein Abenteuer. Und ich bin selber auch ein liebend gerne Abenteurer. Und dieses Buch, also wirklich, wenn du schon dich dann nochmal richtig, richtig toll entwickeln willst, dann kann ich es dir nur empfehlen. Natürlich neben Anthony Robbins, ja, Anthony Robbins, die Bibel. Die Bibel, also hier hast du auch von Glaubenssätzen, NLP, Unterbewusstsein, wie du das Unterbewusstsein beeinflussen kannst. Du kannst hier wirklich, also 600 Seiten, das liest du, ja, guck mal, wie die Schrift, ja, wie klein die ist. Das ist wirklich eine Bibel, aber wenn du die durch hast, dann weißt du Bescheid, dann weißt du, wie du wohin kommst. Und ihr merkt vielleicht auch schon die Struktur, die euch näher bringen möchte. Fangt mit irgendwas Leichtem an, was vielleicht grundsätzlich gar nichts mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat. So wie ich es damals gemacht habe mit Paulo Coelho, der Alchemist. Dann den Sinn zu finden, ja, das ist wichtig für mich. Das bringt mich voran mit, ja, dass du etwas über dich selbst herausfindest und weißt, wie du mit dir selber umgehen kannst. Dann leichte Kost kann man wirklich, ist wirklich wichtig, um dran zu bleiben, um motivierend und inspirierend das Thema anzugehen und sich erst dann an die Meisterwerke wagen. Und weil du dann wirklich deine Power stetig aufbaust und so, ja, wie ein Motor, den du hochschaltest, du entwickelst, und das macht Spaß und ist motivierend und demotiviert nicht. Und zum Schluss
möchte ich dir ein Buch geben, mit an die Hand geben, was sehr inspirierend ist. Ich bin ja ein Mensch, ein kleiner Denker. Ich denke viel nach und auch über den Sinn des Lebens. Und dieses Buch hier von Bonnie Ware, einer Krankenschwester. Ich arbeite ja in der Gesundheitsbranche. 5 Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Sie beschreibt in diesem Buch, wie sie halt ältere Menschen gepflegt hat. Und wie sie ihre letzten Tage erlebt hat. Und ich durfte ja auch schon Menschen begleiten bis hin zum Tod und habe mich auch über den Tod einige Gedanken gemacht. Und wir schieben das so gerne so weit weg und merken nicht, wie schnell es uns einholen kann. Und sie zeigt wirklich, was wichtig im Leben ist und worüber man sich Gedanken machen sollte. Weil ich persönlich habe für mich herausgefunden, das Loslassen am Ende des Lebens sollte ein schönes Loslassen sein. Und wenn du dein Leben davor nicht genießt, nicht so lebst, dass du glücklich bist, dann habe ich das auch sehr häufig erlebt, dass wenn du alt bist und das nicht mehr ändern kannst und deine Chancen, die du in deinem Leben hattest und nicht genutzt hast, die dann mit 80 auf dem Präsentierteller leben und du verbittert bist mit deinem Leben, das und unglücklich, dass du das dich nicht getraut hast, gewagt hast, aus deinen Gefühlen herauszuleben, mehr zu lieben, weniger zu arbeiten, dann wirst du dieses Leben nicht loslassen können. Und deshalb würde ich dir dieses Buch wirklich am allerliebsten empfehlen, dass du für dich herausfinden kannst, was wirklich wichtig im Leben ist. Meine Lieben, ich hoffe, ihr habt die Struktur für euch gefunden, wie ihr an die Sache hereingehen könnt. Ich hoffe, ich habe euch ein paar Titel, für die Werbung habe ich kein Geld bekommen, an die Hand geben können. Wenn ihr Lust habt und mehr darüber erfahren wollt, über die Bücher, dann schreibt mir eine E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist in der Beschreibung. Ansonsten hoffe ich, dass das Video dir gefallen hat. Dann lass ein Like da. Wenn du jede Woche mit mir wachsen willst, dann abonniere meinen Kanal, aktiviere die Glocke, ja, damit du jeden Sonntag erinnert wirst. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche dir eine tolle Woche und bis nächsten Sonntag. Tschüss!